Hey Leute, zu einer Folge auf meinem Kanal, Leute. Und ja, heute sind wir das Video für euch. Und wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es mal heute um die ganzen neuen Skins, die mit Patch 5.2 dazugekommen sind, Leute. Und ja, falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Pose-Wertung und ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und ja, sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und let's go! Wie gesagt, reden wir mal heute um die ganzen neuen Skins, die mit dem neuen Update hinzugefügt worden sind. Und ich würde mal sagen, wir reden nicht lang um den Brei herum und beginnen mal mit dem ersten Skin, Leute. Und zwar wird es der Galaxy-Skin sein. Schaut auf jeden Fall mega geil aus. Diesen Galaxy-Skin wird es aber leider nicht zu kaufen geben, Leute. Es wurde schon durch einen Leaker bestätigt. Das ist ein Skin, den es mit der Vorbestellung von neuen Galaxy Note geben wird. Auch wie der Name schon sagt, Galaxy. Und ja, also falls euch das Samsung Galaxy Note bestellt, also vorbestellt, dann bekommt ihr diese 15.000 V-Bucks und den Skin, Leute. Galaxy Skin hat aber keinen Backpack und auch keine Spitzhacke, Leute. Schaut auf jeden Fall trotzdem mega geil aus. Und ja, dann kommen wir gleich mal zum zweiten Skin, Leute. Und zwar wird es der Dörrburger Skin sein, in einer anderen Variation. Er wird auch Beef Boss heißen, Leute. Es gab wirklich schon viele Konzepte, wie der aussehen wird, wie der heißen wird und so weiter, Leute. Und jetzt ist er wirklich rausgekommen. Der heißt Beef Boss, ist ein Epic Skin, also 1500 V-Bucks. Und schaut auf jeden Fall mega geil aus, Leute. Es wird zu diesem Skin natürlich auch eine Spitze geben. Die Patty Wrecker ist so eine Schaufel, wie man das nennt, Leute. Und dann natürlich auch noch ein Backpack. Das wird Deep Fried sein, das ist so eine Pommes-Packung, Pommes-Schachtel als Pack, Leute. Und dazu gibt es dann auch einen Kleid namens Flying Sauce, könnte man sagen. Also so ein Soßenkleid, könnte man sagen. Also Ketchup und Mayonnaise oder Senf, was es auch ist. Schaut auf jeden Fall mega geil aus und ist auch gute Skin-Kombination. Und werde ich dann auch nur weiterempfehlen können, Leute. Und ja, dann kommen wir mal zu den dritten und vierten Skin. Und zwar wird es eine kleine Skin-Kombination sein. Also eine männliche und ein weiblicher Skin. Und ja. Der männliche Skin wird Mullet Marauder heißen und der weibliche Skin wird Aerobic Assassin heißen, Leute. Sind alles beide wieder epische Skins, Leute, also auch wieder 1500 V-Bucks und haben alle beide auch nochmal ein Backpack. Und zwar für den weiblichen Skin wird es einen Backplate geben, also so ein paar Gewichte als Backpack. Und für den männlichen Skin wird es ein Radio geben namens Boombox, Leute. Dazu haben wir nochmal eine Spitzhacke namens Exercise, die so aus ein paar Gewichten besteht. Und dann haben wir nochmal einen Gleiter namens Windbreaker. Schaut auf jeden Fall wirklich geil aus, die Skin-Kombination, kann ich auch nur weiterempfehlen. Sind auf jeden Fall wirklich geile Skins, Leute. Und ja, dann kommen wir gleich zu einem weiteren Skin. Und zwar kommen wir hier zum Panda-Team-Leader, Leute. Das ist der einzige Legendary-Skin hier, der noch dazu kommt. Und ist wieder dieser Panda, auch wieder ganz einfach gehalten mit schwarz-weißen Farben. Dazu wird es dann auch nochmal eine Hacke geben, die Ching-Chung-Bang-Hacke. Dazu noch ein Backpack für diesen Skin, den Bambu-Backpack, also Bambusse. Und ja, das ist einfach mit dieser Skin-Kombination. Und dann würde man sagen, kommen wir zu einem weiteren Skin, Leute. Und zwar haben wir nur noch mal eine kleine Kombination aus einem weiblichen und einem männlichen Skin. Und zwar haben wir hier einmal den Whiteout-Skin und den Overtaker. Das ist so eine Mischung aus Motorrad-Fahrer-Skin und aus Ninja, Leute. Dazu haben wir noch mal natürlich einen Backbling. Für den männlichen Skin haben wir Lane Splitter und für den weiblichen Skin haben wir Ignition. Wir sind auf jeden Fall Ninja Backpacks. Schauen auf jeden Fall mega geil aus, Leute. Dazu haben wir noch mal zwei Gleiter, und zwar haben wir einen White Squall Gleiter für den weiblichen Skin und einmal einen Cyclone Gleiter für den männlichen Skin. Spitzhacke gibt es leider keine, aber es gibt natürlich für Gleiter und so weiter, Leute. Schaut aber trotzdem mega geil aus. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir nochmal zum letzten Skin von den neuen Skins. Und zwar haben wir nochmal einen Sushi Master, Leute. Zu diesem Sushi Master haben wir natürlich noch einen Backbling, und zwar haben wir Chef's Choice. Schaut auf jeden Fall auch mega geil aus. Dazu haben wir nochmal eine kleine Spitzhacke, die Filet-Axe genannt werden wird. Und dazu wird es natürlich nochmal einen Gleiter geben namens Flying Fish, Leute. Ist natürlich auch wieder eine mega geile Kombination und ich feiere den Skin auf jeden Fall mega, Leute. Kann ich euch nur wirklich weiterempfehlen. Und ja, das war es auf jeden Fall mit den ganzen Skins und mit den ganzen Gleit und so weiter, Leute. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir nochmal zu den Emotes. Es gibt natürlich wieder ein paar neue Emotes, die geleakt worden sind und die auch ins Game kommen werden. Und zwar haben erstmal einmal Walk It Out. Das ist ein Rare Emote und ich kann hier euch nochmal diesen Emote in-game zeigen.
das wird auf jeden Fall der Emote werden, Leute. Dann haben wir nochmal einen zweiten Emote, und zwar ist das Go, 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 Leute. Das wird ein Ankommen, also ein grünes Emote werden. Und zu diesem habe ich auch nochmal einen kleinen Clip. Schaut auf jeden Fall mega geil aus. Ist ja Standard gehalten. Wie schon gesagt, ist ein grünes Emote, also eher günstiger. Und ja, dann kommen wir jetzt nochmal zu einem Epic, zu dem einzigen Epic-Emote, was hier neu geleakt wurde. Und zwar einmal Llama Bell. Ist auf jeden Fall ein mega geiles Emote, kann ich nicht sagen. Musik gefällt mir auf jeden Fall extremst. Und ja, dann kommen wir nochmal zu den letzten zwei Emotes. Und zwar einmal hier Hot Stuff. Das wird auf jeden Fall ein Ankommen Emote sein. Also relativ kurz Emote, auch relativ günstig. Und dann gibt es nochmal das letzte Emote, das wird Pumpernickel heißen. Und das wird ein Rare-Mode sein. Und ja, Leute, das war's mit dem neuen Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst euch für ein Like, eine Pose-Wertung und ein Abo. Dann vergesst auf nicht, das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen. Und ja, sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Cheerio, bye. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.